Nein! Nein! Okay, das wird unser Tod. Das wird unser Tod. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Heute, liebe Freunde, stellen wir uns einer richtig komischen Challenge und die wird bestimmt nicht so einfach, denn ich habe mir jetzt die Skyblock Map heruntergeladen und ich dachte mir, wir können die ja mal etwas modifizieren. Ja, und was bei rumgekommen ist, seht ihr jetzt wahrscheinlich schon gerade. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie oft wir in so einer kurzen Zeit sterben werden. Denn ich habe einfach nur die ganzen Blöcke hier ersetzt durch Lucky Blocks und das da hinten habe ich jetzt einfach mal gelassen. Das hätte ich theoretisch auch ersetzen können, aber dachte ich mir, ey nee, wofür denn eigentlich? Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich wollte mich direkt zu Anfang erstmal bedanken für das atemberaubende Feedback auf die letzten Videos. Das Video gestern kam ziemlich gut an, also die Dropper Map. Hätte ich wirklich nicht erwartet und das hat mich wirklich motiviert und vielen Dank dafür. Genau das, genauso wie das zweite Video, das kam auch richtig gut bei euch an und das hat mich mega gefreut, muss ich sagen. Und ja, würde mich freuen, wenn wir heute auch wieder mal so, ja, 10 Likes schaffen. So, ansonsten Leute, wenn wir so 10 Likes schaffen, ne, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Okay Leute, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich vorgehen soll, aber ich werde mich langsam voranarbeiten. Und das sind übrigens alles Blöcke mit einer Nuller Wahrscheinlichkeit, also dass zu 0% etwas Gutes oder Schlechtes passiert. So, und jetzt haben wir zuallererst erstmal einen Bogen bekommen. Damit kann ich mich eigentlich zufrieden geben. Wir können theoretisch ja sogar einen Cobblestone-Generator machen. Also, wenn wir ein bisschen Glück haben, dann können wir die richtige Anordnung hier machen. Und bis jetzt sieht es doch gar nicht mal so verkehrt aus. Lucky Villager haben wir auch am Start. Der möchte aber unverschämt teure Preise. Also, Leute, nee, das kann ich... Nein! Hau! Ab! Er ist doch... Das ist doch nicht normal, Leute! Nein! Das kann nicht sein, der will nicht abhauen. Oh, ja, das kann ich erklären. So, weiter geht's, Leute. Nächster Lucky Block und wir bekommen 20 Diamanten raus und die hätten wir beim Villager eintauschen können. Ja. So, oh, da ist er ja wieder, der nette Kerl. So, was bietet er uns denn so an? Er bietet uns richtig viele Potions an. Wir nehmen uns jetzt einfach mal... Komm, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Angel. Einfaches Prinzip, nehmen wir uns hier die Angel. So, schön. Und jetzt bitte geh weg. Wir möchten hier ein paar Sachen erledigen. Und du störst uns gerade extrem dabei. Ja, so viel dazu. So, nächster Lucky Block und... Oh, weia. Wir haben jede Menge Blöcke bekommen. Somit sind wir in der Lage, uns rüber zu bauen. Und jetzt natürlich die Frage, Leute... Wie ging das nochmal mit dem Cobblestone-Generator? Ich habe echt keine Ahnung und ich werde wahrscheinlich jetzt dabei failen. Gut, wir versuchen es einfach mal aus. Oh je. War das so? Das hat wirklich keiner gesehen. Und wir machen einfach mal weiter an der Stelle. Ah, wir haben... Warte mal. Nee, wir haben keinen Lava. Nein, nein. Leute, ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie das geht mit dem Cobblestone-Generator. Ich habe das einfach mal YOLO-mäßig gemacht. Also, tut mir leid. Nein. Ach, fuck. Ich habe vergessen, dass ja unsere Items auch weg sind. Okay, Leute. Ich habe das Ganze mal ein bisschen verändert. Und zwar habe ich die Game Rule jetzt auf Keep Inventory True gestellt. Das heißt, wir verlieren jetzt keine Items mehr. Und... Ja, das mit dem Cobblestone-Generator war jetzt etwas peinlich, Leute. Es tut mir leid. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Aber aller Anfang ist ja schwer, sagt man ja. Und ja, dementsprechend hoffe ich einfach mal, ihr könnt mir verzeihen. So, bis jetzt, also die... Oh, das gefällt mir, das gefällt mir. Das müsste öfters so sein. Und wir bekommen wieder jede Menge Blöcke raus. Das heißt, wir können uns jetzt theoretisch rüberbauen, Leute. Und ich habe ganz vergessen, ich sollte eventuell hier mal den Spawn-Point setzen. Set World Spawn, genau, perfekt. So, das heißt, wir können uns jetzt hier theoretisch rüberbauen, wenn wir möchten. So, jetzt machen wir so eine kleine Fast-Bridge-Challenge, schaffen wir das. Und...
ganz konzentriert bei der Sache, liebe Freunde. Es sieht doch ganz gut aus, wir kommen gut voran. Und, oh, wir haben jetzt sogar noch mehr Blöcke. Oi. Ob das jetzt hier zum Verhängnis wird, Leute, man wird es sehen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Challenges haltet. Feiert ihr das oder sagt ihr so, nee, Pat, das wollen wir nicht sehen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten, heute Abend kommt natürlich noch ein zweites Video, also schaut auf jeden Fall noch vorbei. Und wir bekommen jede Menge Essen. Und ich bin echt gespannt, wann wir nicht mehr in der Lage sein werden, irgendwas hier auf dieser Insel zu machen. Da muss ich ja sagen, bin ich jetzt schon gespannt drauf. Und bis jetzt ist es noch relativ normal, also man kann eigentlich noch ganz gut vorankommen. Und ich hätte eigentlich hier so eine kleine Grundebene ausbauen sollen, fällt mir gerade auf. Aber okay, noch ist es nicht zu spät. Und wir bekommen hier einfach einen Emerald-Block. Warum nicht? Okay, jede Menge Sachen. Vielleicht können wir die auch noch gebrauchen. Essen. So, wir haben hier sogar noch eine Fishing-Rod bekommen. Das können wir eigentlich alles wegschmeißen. Denn sind wir ehrlich, Leute, das brauchen wir ja nicht, oder? Eigentlich brauchen wir es echt nicht. Sowas wie jetzt zum Beispiel Tripwire Hook, das benötigen wir alles nicht. Sondern weiter geht's, Leute. Oh, da müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Und da ist der Lucky Villager. So, Lucky Villager, er geht jetzt sterben. Und er ist runtergeflogen durch die Lava. Oh, nein! Ha! Oh, nein, nicht schon wieder! Nein! Oh, nein! Mann. Nein, und ich spawne wieder hier. Nein! Also, wenn ich mich nicht irre, habe ich eigentlich gerade meinen Spawnpoint gesetzt, aber okay, das war ein bisschen komisch. So, zumindest haben wir jetzt die Sachen behalten können und ich mache mal ganz kurz die Zeit wieder ein bisschen anders auf 5000. Ich denke mal, das sieht etwas angenehmer aus. So, weiter geht's jetzt hier, Leute. So viele Lucky Blocks verbleiben auch nicht mehr, muss ich einfach mal sagen. Und wir haben jede Menge lustige Effekte bekommen, aber nichts, was uns jetzt komplett rausgenommen hat. Ne, ich meine, okay, wir konnten respawnen. Wenn man es streng nimmt, wären wir natürlich schon längst gestorben, aber ne, so streng muss man das, denke ich mal, nicht nehmen. Und wir haben hier sogar noch mal ein paar Lava-Eimer bekommen, wir haben Wassereimer bekommen. Also wir sind theoretisch jetzt wieder in der Lage, einen Cobblestone-Generator zu machen, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht mehr fällig. Von daher verzichten wir einfach mal darauf. Genauso wie auf den Villager, denn der ist jetzt runtergeflogen. Und wir haben jede Menge Gold bekommen. Oh, nice. Oh, oh, und wir haben so eine Lucky Box-Pyramide bekommen. Was gibt's hier? Aha. Nein, 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 nein. Creeper. Hallo. Hallo. Oh, er ist gestorben. Perfekt. So, weiter geht's. Ich kann hier auch nicht raus, obwohl ich kann die Enderperle theoretisch rauswerfen. Aber ansonsten kommen wir hier nicht raus. Und wir haben... Was ist denn das für ein Schwert hier? Das Heldenschwert? Oh, okay, nicht schlecht. Wir schlagen mal mit dem Heldenschwert die Lucky Blöcke ein. Und da ist Bob. Nein, Bob! Oh, er ist gestorben. Perfekt. Und jetzt haben wir eine Spitzhacke. Sehr schön. Sehr schön. Danach habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Und hier ist TNT. Da hätten wir aber aufpassen müssen. Oder wir können das eigentlich zersprengen. Also lustig wäre das ja schon, muss man sagen, ne? Ich glaube, das können wir theoretisch zum Ende machen. Zum Ende machen, wollte ich gerade sagen. Vielleicht können wir hier noch den einen oder anderen guten Lucky Block herausbekommen. So, wir haben jede Menge Gold. Wir haben verdammt viel Gold, muss man sagen. Ich meine, das können wir auch noch weiter verarbeiten. Warte mal. Wir machen jetzt Folgendes, Leute. Erstmal möchte ich so eine Grundebene nochmal bauen. So, zack. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Sandstein. Und das bauen wir hier drunter. Das sollte so passen. So, weiter. Nein, Bob! Nein, nein, Bob. Sei ein netter Kerl. Okay, Bob. Ja, er ist weg. Dank des Knockbacks-Schwerts. Also, wir hatten hier Knockback 1 hier drauf. Das war jetzt in dem Fall sehr praktisch. Und was können wir essen? Rabbit Food geht nicht. Wir können aber hier gebratenes Schweinefleisch essen. So, was haben wir hier nochmal? Ein paar Potions. Die sehen auf jeden Fall ziemlich krank aus. Fire Resistance Potion, okay. Ist jetzt nicht das Beste. Das können wir zumindest jetzt gerade eigentlich nicht so gebrauchen, muss man einfach mal ehrlich sagen. Aber gut, einen Lucky Block haben wir hier noch. Und... Nein! Nein! Okay, das wird unser Tod. Das wird unser Tod. Also Leute, ganz im Ernst, wie viel Pech kann man genau haben? Dass ausgerechnet der letzte Lucky Block, ja, uns so zur Sau macht. Also,
Die Insel ist einfach jetzt komplett zersprengt worden und das genau im letzten Lucky Block. Ich meine, es ist lustig, versteht mich nicht falsch, aber irgendwie, was ist das denn für ein Zufall? Ich meine, ich wollte sowieso das TNT zünden, aber dass dann ausgerechnet im letzten Lucky Block das gezündet wird und das gar nicht, obwohl ich es wollte, das ist echt lustig. Okay, wir könnten theoretisch hier noch weitermachen, aber ihr seht an sich, es gibt nichts mehr auf der Insel. Also, krass. So schnell kann es enden, Leute. Und ja, eigentlich wäre es dann, würde ich sagen, auch schon mit der Challenge gewesen, denn da hinten können wir auch nicht mehr wirklich was machen. Da war noch eine Kiste, aber in der Kiste ist, glaube ich, nur so ein paar Samen drin. Ja gut, das ist ja eigentlich eh irrelevant. Ja gut, dann ist die Insel jetzt auch weg. Zack. Und wir sind einfach quasi im Nichts. Gut, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt auch schon vom Video. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde mich natürlich wie immer eine positive Bewertung freuen. 10 Likes sind doch heute drin, Leute, oder? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ja, doch, schaffen wir. Ich weiß es. Okay, cool. Ja, ansonsten, Leute, ihr könnt mich gerne abonnieren, um Teil meiner Community zu werden. Würde mich sehr freuen, wenn du dich anschließen würdest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns heute Abend bei einem neuen, schönen Video. Bis später, Leute, und ciao.